Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mutiere ich wieder zum Erklärbär, Mythenwiderlegungsgedönsen Menschen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, so ein paar Beauty-Mythen aufzuklären, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video entsteht auch wieder in Kooperation mit meinem wundervollen und absolut liebsten Skincare-Kooperationspartner Dalton. Da könnt ihr nämlich aktuell mit new-claudi 25% auf alles sparen und bekommt ab 80 Euro auch noch ein Goodie mit dazu, was ich richtig geil finde. Nun, auf jeden Fall habe ich mich hingesetzt und mal so ein bisschen Revue passieren lassen, welche Fragen vielleicht so in Kommentaren gekommen sind oder so von außen auf mich eingeprasselt sind von Freunden, Familie und so weiter und so fort. Und habe versucht, das Ganze auch mal durch ein Konzept in irgendeiner Art und Weise aufzuschreiben. Und das versuche ich jetzt mal als Video umzusetzen. Läuft. 10 Beauty-Mythen, die wir heute mal widerlegen möchten. Und ich glaube, eine der größten Beauty-Mythen, die immer wieder mir auch entgegengebracht wird, ist: Kein Wunder, dass du so viele Pickel hast, Claudi. Du pflegst dich so viel, du klatschst dir so viel Make-up ins Gesicht und dann kriegst du Pickel. Und ganz ehrlich, mit deiner ganzen Hautgeschichte und so weiter, wenn du da so viel Make-up verwendest, dann wirst du viel schneller alt. Also, die Mythe ist quasi, naja, wenn du viel Make-up verwendest, wird deine Haut unrein und schnell altern. Stimmt das eigentlich? Naja, wahrscheinlich hat das vor 20 Jahren oder 30 Jahren gestimmt, aber mittlerweile ist das definitiv nicht mehr so, weil über Pflege brauchen wir gar nicht zu reden. Natürlich kann man sich überpflegen und kann dann auch vielleicht ein paar falsche Sachen kombinieren. Dazu habe ich euch hier mal ein Video gedreht, das ist hier, auf jeden Fall im i, welche Wirkstoffe man am besten nicht miteinander kombinieren sollte. Gerade mit meiner sensiblen Haut muss ich da natürlich ein bisschen aufpassen. Aber wenn das jetzt um den Bereich Make-up geht, Leute, Make-up hat mittlerweile so viele pflegende Inhaltsstoffe, Hyaluronsäure, Vitamin E, Squalan, dies, das, Ananas und Panthenol, all das ist eher als Pflege zu sehen. Und es gibt auch immer mehr Firmen, die quasi, zum Beispiel Dalton, eigentlich Skincare-Firmen sind, aber dann auch dekorative Kosmetik rausbringen. Hier haben wir zum Beispiel leider nur in 2 Farben verfügbar, ich wünsche mir mehr, dieses Anti-Aging BB-Cream-Produkt, über Anti-Aging haben wir auch schon mal gesprochen. Aber hier haben wir 50 ml von einer BB-Creme drin, die enthält, das habe ich mir aufgeschrieben, Vitamin E, Panthenol und Shea Butter als pflegende Inhaltsstoffe. Also das ist eher eine Pflege, als dass es eine, ich mache dir deine Haut alt, Make-up-Geschichte wäre, ganz im Gegenteil. Also das hilft eigentlich eher, dass deine Haut besser wird, ne? Das heißt, beim Schminken verbessert sich deine Haut. Wichtig ist aber definitiv, Leute, dass ihr euch richtig abschminkt. Weil das ist der Punkt, der eure Haut unrein lassen, werden lassen kann oder euch in dem Sinne altern lassen kann. Weil wenn ich diese Geschichte auf meinem Gesicht lassen würde, dann würde natürlich meine Haut das nicht so cool finden, weil dann natürlich von außen das Ganze auch auf der Haut mit den ganzen Ölen und so weiter sich über Nacht sehr toll verbinden würde. Abgesehen davon würden meine Wimpern alle nach und nach abbrechen, das will ich nicht. Aber es wäre nicht gut für die Haut, ne? Das heißt, richtig schön abschminken, danach eine schöne Gesichtspflege auftragen, das ist unheimlich wichtig. Denn sein Gesicht zu reinigen ist mega hilfreich, was unreine Haut angeht oder was Slow Aging angeht. Mythos Nummer 2. Die Verpackung hat immer recht. Ich vertraue drauf, was da drauf steht. Und wenn da drauf steht, das ist für sensible Haut geeignet, dann kann ich das mit meiner sensiblen Haut kaufen. Oder wenn da drauf steht, das kannst du erst ab 50 verwenden, dann darfst du das noch nicht verwenden. Das musst du dann erst verwenden, wenn du wirklich 50 bist. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Wichtig ist tatsächlich, dass man sich anschaut, was für Inhaltsstoffe sind da drin und wie braucht meine Haut das. Also es ist nicht immer alles für sensible Haut geeignet, wo für sensible Haut draufsteht. Das ist eher so ein Richtwert, würde ich sagen, weil du hast auch bei Produkten, wo draufsteht für sensible Haut geeignet, manchmal Parfümstoffe drin, Alkohol mit drin und das ist natürlich nicht für jede sensible Haut geeignet, denn je nachdem, wie sensibel deine Haut so ist oder wie du auf was reagierst, ist es da natürlich wichtig zu herauszufinden, was steckt eigentlich in dem Produkt. Das heißt, da kann man sich auf jeden Fall an den Leuten orientieren, die zum Beispiel Social Media machen und wenn ihr den Leuten vertraut, dass ihr einfach guckt, haben die vielleicht eine ähnliche Haut wie ich oder wenn die empfehlen, man kauft es vielleicht mal nach und kann auf jeden Fall sich mit diesen Personen ein Stück weit identifizieren, so mache ich das für mich auf jeden Fall, dass man da dann weiß, okay, das ist jetzt am Versuchskaninchen, am lebenden Objekt getestet worden und die Person sagt, es ist ein Produkt, was wirklich für sensible Haut geeignet ist oder besser nicht. Ne? Also da sind wir halt auch einfach hier mit unserem Job für euch unterwegs und helfen uns natürlich dann auch dementsprechend gegenseitig, um aufzuklären, welche Produkte wie für wen am besten wirken.
Und deswegen verlasst euch nicht nur darauf, was auf den Produkten draufsteht, beziehungsweise was vorne draufsteht, schaut auch hinten in die Inhaltsstoffe. Ich weiß auch, Dalton macht das, dass die draufschreiben, für Mischhaut geeignet und so weiter. Aber es heißt nicht, dass es nur für Mischhaut geeignet ist. Oder ne, zum Beispiel die Oyster-Linie, die verwende ich, wenn ich Unreinheiten habe, unheimlich gerne. Und ich habe definitiv keine Mischhaut. Ich habe eine sehr sensible, sehr trockene Haut. Und deswegen, also da muss man halt dann einfach immer so für sich persönlich schauen, sind die Inhaltsstoffe, die drin sind, auch für mich dann geeignet und auch für meine Haut vor allem. Nummer 3. Kein Wunder, dass du so trockene Lippen hast. Du hast ja auch die ganze Zeit diesen Lippenpflegestift verwendet. Deine Haut ist davon abhängig geworden. Leute, wir haben in Kosmetik, in Pflege nichts drin, was abhängig macht in dem Sinne. Klar, wenn du immer wieder auch eine sehr gute Pflege für dein Gesicht, für deinen Körper, für deine Haare, was auch immer verwendet hast, kann eine gewisse Gewöhnung eintreten. Oder es kann passieren, dass die Haut einfach dadurch eine deutliche Verbesserung erlebt hat, sodass, wenn du das Produkt dann absetzt oder halt ein anderes Produkt verwendest, deine Haut sich danach sehnt. Oder dass die Haut dann das andere Produkt, was du dann neu verwendest, nicht verträgt. Also deine Haut ist jetzt nicht irgendwie ein Suchti oder sowas. Also das ist überhaupt nicht richtig. Es ist ein riesengroßer Mythos, den man definitiv widerlegen muss. Also deine Haut kann nicht abhängig werden. Oh ja, die Nummer 4. Du musst dich an gewisse Regeln halten. Wenn du das und das jetzt in der Art und Weise verwendest, das ist nicht gut. Du musst dich immer an diese Reihenfolge halten, ansonsten geht es deiner Haut nicht gut und ansonsten gelingt dein Make-up nicht. Das ist vollkommen falsch, denn Pflege ist im Prinzip ja zur Hautunterstützung und klar gibt es Möglichkeiten, eine gewisse Reihenfolge zu haben, die logisch ist, dass man halt erst das Gesicht reinigt, dass man dann halt weitere Pflegeprodukte verwendet und am Ende dann quasi mit einer festen Textur oder mit einem Öl, wie auch immer, abschließt. Ne? Das ist halt die Frage von, wie die Molekülgröße der Produkte sind, dass sie halt entsprechend auch eindringen können. Aber es wird jetzt eigentlich nicht so sein, dass wenn du dich an eine andere Routine ranwagst oder so, dass dir dein Gesicht abfallen wird. Nein, bin ich ehrlich, das wird nicht passieren. Ich habe in der ganzen Zeit, wo ich überhaupt lebe, schon so oft meine Gesichtspflegeroutine geändert, habe auch unterschiedliche Produkte dann auf in unterschiedlichen Positionen angewandt. Aber es gibt keine, du musst dich unbedingt dran halten, Reihenfolge. Nee, also nur logische. Und das ist halt meiner Meinung nach, dass du mit einem Reinigungsprodukt anfängst, um das Gesicht halt zu reinigen, alles runterzunehmen, Schweiß, Talg, Schmutz, was auch immer. Und dann nach und nach mit einem Wasser quasi anfängst, also mit einem Toner, Gesichtswasser, ne? Dann später nimmst du dir ein Serum oder du nimmst eine Maske oder du nimmst eine Ampulle zum Beispiel, je nachdem, was die Haut dann in dem Moment braucht. Dann nimmst du dir eine Augencreme oder ne, nimmst sie halt später, je nachdem, wann du möchtest. Gegebenenfalls eine Gesichtscreme und natürlich der letzte abschließende Punkt sollte am Morgen sein, sich dann auch wirklich einen Lichtschutzfaktor aufzutragen. Das ist natürlich schon eine wichtige Kiste. Aber zum Beispiel, wenn du eine BB-Creme verwendest oder so, da musst du natürlich nicht unbedingt vorher hier Pflege drauf machen, also eine Creme drauf machen. Oder wenn du, keine Ahnung, sowieso eine sehr unkomplizierte Haut hast, dann musst du auch nicht jeden einzelnen Schritt verwenden. Das ist halt wirklich eine Sache, was denkst du, was dein Gesicht so braucht? Wie fühlt es sich am besten an? Also eher so eine Empfindungssache. Und ich sehe es zum Beispiel bei Maxim, der hat jetzt auch irgendwie letztens ein Video gefilmt, wo der gezeigt hat, dass der, nachdem der seine ganze Gesichtspflegeroutine am Abend gemacht hat, hat er sich auch nochmal ein Öl drüber gegeben. Wo manche sagen, hä, wie, warum das denn? Ist das nicht irgendwie dann vor der Gesichtscreme anzuwenden? Naja, es ist halt so, wenn seine Haut das verträgt oder wenn deine Haut das so verträgt, dann mach das so rum, ne? Wie es dir halt so gefällt und wie deine Haut das entsprechend auch braucht. Und das ist eben so das, was ich auch immer wieder versuche, mit euch, also euch so mit an die Hand zu geben, dass ihr nicht so viel Angst davor haben solltet. Und ob man dann irgendwie auch so, sich ein Serum layern möchte oder so, zum Beispiel gestern Abend habe ich das gemacht, oder doch, gestern Abend war das, da hatte ich eine Maske drauf, danach habe ich mir noch eine Ampulle drauf gegeben und dann habe ich mir noch ein Serum drüber gemacht. Das ist halt, weil meine Haut aktuell sehr viel Liebe braucht und es sehr, sehr trockene Heizungsluft ist und so weiter, ne? Dass ich dann weiß, okay, meine Haut ist durstig, dann gebe ich da auch gerne ein paar mehr Schichten drauf. Das bräuchte ich im Hochsommer nicht machen. Da wird meine Haut sagen, nee, ciao, Kakao, da bin ich gar nicht mit am Start. Genauso wie ich jetzt auch aktuell so ein paar Gesichtsöle verwende, die ich auch nicht im Sommer verwenden würde. Einfach, weil meine Haut das nicht mögen würde. Und du kannst deine Haut auch nicht irgendwie übersättigen in dem Sinne. Beim Make-up gibt es keine Regeln. Das möchte ich einfach mal ganz grob so sagen. Entschuldigung, Make-up soll Spaß machen. Das ist für mich einfach so wichtig. Und wer, wann, wo, wie, welches Produkt aufträgt, das ist
vollkommen unterschiedlich. Auch da geht eher so für mich diese logische Reihenfolge. Das heißt, ich starte mit einem Primer, darauf kommt eine Foundation und Concealer, Lidschattenprimer und gegebenenfalls Liquid-Produkte oder Cream-Produkte. Diese Liquid- und Cream-Produkte geben sich andere aber auch zum Beispiel über ihrem Puder auf. Das mache ich zum Beispiel nicht wirklich, weil sich das bei mir nicht so verträgt, ne? Dann wird abgepudert bei mir und dann trage ich weitere Puderprodukte auf, mache mir die Augenbrauen, mache mir die Augen, die Wimpern und die Lippen. Ne? Andere machen dann auch zum Beispiel am Ende ihr Setting Spray drauf. Ich mache das manchmal schon nach meinen Creamy-Produkten und dann nochmal nach meinem Eyeliner, also vor der Mascara. Auch da ist wirklich jeder Jeck anders, wie er das halt machen möchte. Manche schminken sich auch zuallererst die Augen, weil sie nicht möchten, dass dann Fallout auf die Base drauf kommt, weil man das nicht mehr so leicht korrigieren kann. Also es gibt da nicht so wirklich Regeln. Manche machen sogar auch vor der Foundation dieses Underpainting, nennt sich das, ne? Also dass du quasi unten drunter deine Cremeprodukte hast und darüber dann die Foundation aufträgst. Also auch da, dir wird dein Gesicht nicht abfallen. Es kann vielleicht ein bisschen krisselig aussehen und auch da ist manchmal interessant zu sehen, welche Inhaltsstoffe kann man wie miteinander kombinieren. Sprich, wenn ich einen Primer habe, der wasserbasiert ist und dann eine Foundation drauf gebe, die ölbasiert ist, vertragen die sich nicht immer. Aber ich glaube, das ist einfach so das, was man austesten und ausprobieren kann. Und wenn ihr einfach merkt, Mensch, ich habe hier zwei Produkte, die wollen einfach gar nicht miteinander funktionieren, einfach mal in die Inhaltsstoffe gucken oder fragt eure Creatorin, euren Creator des Vertrauens, ob die vielleicht eine Idee haben oder schreibt es in die Kommentare, ob da irgendwie die Community euch helfen kann. Also im Prinzip gibt es keine Regeln bei Make-up. Die Nummer 5 ist ein krasser Mythos. Vergrößerte Poren können verkleinert werden. Nicht wirklich. Also deine Porengröße ist im Prinzip alters- und genetikbedingt. Also jeder Mensch hat Poren, das mal vorweggenommen. Und das brauchen wir auch. Unsere Haut braucht Poren. Die sind bei manchen sichtbarer, bei manchen unsichtbarer. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, eben Genetik und Alterung. Also wenn ich mir das zum Beispiel bei meinem Papa oder damals bei meinem Opa angeschaut habe, die haben einfach eine andere Porengröße, als ich die halt jetzt habe oder halt in meinen jungen Jahren noch hatte. Ne? Also ich habe jetzt auch andere Porengrößen als damals. Das ändert sich einfach im Laufe der Zeit. Was man machen kann, um diese Porendehnung zu vermeiden, ist, dass wir den Talg in den Poren halt irgendwie entfernen. Das ist ein bisschen IBA, aber das kriegen wir hin mit Niacinamiden, Retinol und BHA zum Beispiel. Also so chemische Peeling-Geschichten, damit man halt entsprechend die Haut reinigt, die Poren vor allem reinigt und nicht diese vergrößerten Poren durch Dehnung halt bekommt. Denn manchmal hast du einfach diese verhärteten Talgablagerungen in der Haut und da verwende ich zum Beispiel von Dalton das BHA aktuell. Das ist ein ganz flüssiges Produkt, was du sogar auch am Dekolleté und auch im Rücken oder an dem Kopf verwenden könntest. Ne? Das ist ein chemisches Peeling und das löst diese Hornschicht auf. Und diese Produkte, die ich euch gerade genannt habe, oder diese Wirkstoffe, sind halt dafür da, um den Talg aus euren Poren rauszunehmen, sodass die Poren dann optisch halt verkleinert wirken, weil sie nicht mehr so gedehnt sind und dann nicht mehr so Mitesser oder was auch immer IBA-Dinger drin sind. Ne? Und so machen wir uns so ein bisschen Flawless Skin und reinigen unser Gesicht. Das hilft gegen vergrößerte Poren optisch. Die Nummer 6. Teuer ist immer gut. Hier haben wir unseren freundlichen Qualitätsvermutungseffekt. Das ist so ein Wort, was ich damals in meiner Ausbildung als Industriekauffrau gelernt habe. Nee, du zahlst manchmal wirklich das Packaging mit. Die Markenstrategie, die dahinter steckt und so. Ne? Klar, bei hochwertigen Produkten erwartest du auch hochwertige Inhaltsstoffe, was meistens der Fall ist. Dalton macht es auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich persönlich vertrage zum Beispiel auch nicht zwingend alle Produkte, die mega teuer sind, weil da vielleicht sehr, sehr viele Parfümstoffe drin sind oder da ist Alkohol mit dabei oder das als Inhaltsstoff, was da drin ist, ist einfach nicht für mich geeignet. Es gibt zum Beispiel auch ein sehr, sehr hochpreisiges Retinol-Serum, was ich glaube 86 Euro kostet, habe ich euch auch schon mal gezeigt, trage ich null. Das von Dalton habe ich eben noch in meinem Project Pen abgefilmt, was 39,90 Euro kostet, 39,90 Euro genau, kostet jetzt mit Rabatt halt nochmal 10 Euro günstiger, vertrage ich irre gut. Auch das nicht in mega krassem Maße, aber ich vertrage es sehr, sehr gut. Ich sehe Effekt in meiner Haut und ich sehe, dass ich auch keine Hautreizung dadurch bekomme. Und teuer ist nicht immer gut. Das ist tatsächlich so. Es gibt auch in der Drogerie richtig gute Produkte. Schaut euch da einfach die Inhaltsstofflisten an. Oder, was auch super gut ist, wenn ihr einfach auch da wieder eure Versuchskaninchen euch zur Hand nehmt
Ja, die ganzen Leute, die halt Social Media machen und die Produkte für euch ausprobieren, orientiert euch daran. Also das ist das, wie gesagt, was ich mache, was mir auch super hilft, ne? Dass ich da einfach auch schaue, welche Produkte sind ihren wirklich hohen Preis auch wirklich wert. Das bezieht sich sowohl auf die Pflege als auch auf dekorative Kosmetik. Gerade bei dekorativer Kosmetik sehen wir das sehr, sehr oft, dass wir da den Markennamen sehr extrem mitbezahlen, glaube ich. Die Nummer 7, fettige oder ölige Haut braucht keine Feuchtigkeit und braucht auch keine Öle. Das ist leider auch Schwachsinn. Habe ich damals auch gedacht, gerade in meiner Teenagerzeit hatte ich dann natürlich auch den ein oder anderen Pickel und wollte dann mit Clearasil und Co. meine Haut noch mehr austrocknen. War nicht so gut. Meine Haut hat sich nicht so darüber gefreut, weil das Ding ist, wenn du eine unreine Haut hast oder wenn du eine ölige Haut hast oder eine fettige, wie auch immer man das nennen mag, dann bekommt die Haut Angst, in Anführungsstrichen. Also wenn du dann die ganze Schutzschicht runternimmst und dann wirklich nur reinigst und gar keine wirkliche Pflege mehr drauf gibst oder so, dann reagiert die Haut darauf, indem sie dann natürlich ölige Sachen selber produziert, sei es Talg oder was auch immer, ne, Schweiß, sodass die selber ihren Schutzfilm wieder hinbekommen, dass die ihr Mikrobiom wiederherstellt, weil du ja alles runterwäscht und alles wegmachst und nichts wieder als Nahrung dahin gibst. Natürlich hat deine Haut keinen Magen, ist klar, auch kein Verdauungsextrakt, Verdauungstrakt. Aber deine Haut merkt, also es ist ein Organ, das reagiert und es möchte sich natürlich in erster Linie auch erstmal selber schützen. Und das macht es dann natürlich mit übermäßiger Produktion, weil sie merkt, oh je, es wird hier immer wieder weggenommen, also muss ich hier nochmal richtig krass nachlegen. Es ist wirklich wie so ein Jojo-Effekt bei der Haut. Das heißt, auch eine ölige Haut, eine unreine Haut braucht Feuchtigkeit, braucht einen Schutzfilm. Das können wir wirklich mit öligen Geschichten machen, wie zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Kollagen, Squalan. Ich glaube, Squalan ist die vegane Alternative zu Kollagen, aber auch mit Hyaluronsäure. Also Feuchtigkeit oder Glycerin. Ne? Feuchtigkeit ist etwas, was die Haut braucht, um sich halt einfach schützen zu können und um da so ein bisschen sich gegen äußere Umwelteinflüsse auch schützen zu können. Und wenn du das alles runternimmst, dann trocknet sie nur noch mehr aus, beziehungsweise produziert dann immer mehr nach. Und das wollen wir natürlich nicht. Was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr mal vorbeischaut. Es gibt bei Dalton auch die Möglichkeit, so eine Hautanalyse machen zu lassen, um da auch wirklich die Produkte vorgeschlagen zu bekommen, die für euch am besten geeignet sind. Wenn man dann eine etwas öligere Haut hat oder eine unreine Haut, ist es natürlich so, dass dann nach Texturen auch geschaut wird. Dass du eben nicht diese sehr, sehr reichhaltige Creme verwendest, sondern eher so die leichten Texturen, die nicht so schwer auf der Haut liegen und die dann für euch wahrscheinlich auch einfach angenehmer sind zu tragen und zu verwenden. Und da habe ich euch auch mal den Produktfinder in der Infobox verlinkt und da gibt es die Möglichkeit, über einen Bot das zu machen. Es gibt die Möglichkeit, über einen Fragebogen das zu machen. Es gibt die Möglichkeit, das über Vorschläge zu machen und. Alles in der Infobox verlinkt, ist kostenlos. Und wo gibt es denn mal Hautberatung kostenlos? Also das ist echt gut. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Die Nummer 8. Oh mein Gott. Sonnencreme braucht man nur beim Sonnen. Nein, denn die Sonne, also wenn ich nach draußen gucke, wir haben es jetzt 4 Uhr nachmittags, aber trotzdem ist es ja etwas hell noch. Das heißt, alles, was draußen hell ist, ist ja die Sonne, die ja scheint. Das heißt, auch da UV-Strahlen kommen an uns dran. Und das, was jetzt im Winter halt viel gezeigt wird, ist halt unser Gesicht, unsere Hände. Das heißt, auch im Winter Lichtschutzfaktor, weil die Sonne kommt dran. Auch wenn es nicht so intensiv ist wie jetzt im Hochsommer oder so. Sie ist ja da und da sollten wir halt unsere Haut nach wie vor schützen und ich empfehle auf jeden Fall auch einen Lichtschutzfaktor von mindestens 30, also wenn jetzt irgendwie in der Foundation drin steht, ich habe einen Lichtschutzfaktor von 20, du wirst niemals diese Foundation so dick auftragen, dass du wirklich 20 erreichst und 20 ist by the way auch ganz schön wenig. Der nächste Mythos ist so groß, dass ich darüber schon ein komplettes Video gedreht habe, und zwar Anti-Aging. Es gibt kein wirkliches Anti-Aging, denn du kannst deinen Körper, deine Zellen nicht am Verfall hindern. Das ist normal, das ist das Leben, das ist der ganz normale Prozess. Ab dem Alter von 20 oder 25 nimmt die Kollagenproduktion im Gesicht, am Körper, überall in der Haut halt ab und dementsprechend erschlafft das Ganze halt auch ein bisschen. Und wie eben auch schon erwähnt, die Poren verändern sich, dein Körper verändert sich. Das ist aber auch vollkommen normal und auch vollkommen richtig so. Denn es wäre ja auch irgendwie crazy, wenn wir unser ganzes Leben uns nicht mehr verändern würden und das Ganze konstant bleiben würde. Ne? Deswegen Anti-Aging in dem Sinne können wir abhaken. Es gibt aber Slow-Aging. Das heißt, wir können machen, dass der ganze Prozess,
um die Hautalterung optisch gesehen verbessert werden kann. Du kannst deiner Haut Glow schenken, indem du zum Beispiel Vitamin-C-Produkte verwendest. Je nachdem, wie du es halt so verträgst und wie du es halt kombinieren möchtest. Du kannst dein Hautbild verfeinern, indem du zum Beispiel mit Niacinamiden so Sonnenschäden, Altersflecken, Pickelmale und so weiter ein bisschen reduzieren lässt und die Oberfläche halt dadurch etwas ebenmäßiger aussieht und dadurch sieht man halt einfach jünger aus. Du kannst dir auch eine gewisse Frische verleihen, zum Beispiel mit dem Coenzym Q10, was auch in dem Sinne bei der Zellerneuerung und dem Zellstoffwechsel hilft, weil es halt quasi dem hauteigenen Q10 diese Kommunikation gibt, weiter zu produzieren und den Zellstoffwechsel voranzutreiben. Das gibt ein ganz schön frisches Aussehen, weil alles dann so ein bisschen lebendiger aussieht im Gesicht. Es wird so ein bisschen rosaner. Aber du kannst es nicht verhindern, dass du und dein Gesicht altern. Das ist normal und das ist auch vollkommen richtig so, Leute. Denn wie gesagt, ich möchte das auch. Ich finde es auch in Ordnung. Man darf mir gerne ansehen, dass ich nicht mehr 25 bin. Und das ist auch fein, oder? Und natürlich helfen auch Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, dass die Haut mehr Feuchtigkeit bekommt und dadurch praller erscheint und auch Squalan, was dabei hilft, die Hautoberfläche in dem Sinne zu schützen, dass keine Feuchtigkeit verdunstet oder so, dass alles auch etwas praller aussieht. Ne? Auch das aber alles optische Geschichten und auch die Hauterneuerung ist gar nicht mal so verkehrt. Mit Retinol und chemischen Peelings kannst du helfen, dass alles, was abgestorben ist, weggeschwappt wird und natürlich auch ein bisschen reiner wird. Ja, der 10. Punkt knüpft so ein bisschen an diesem 9. Punkt an. Anti-Aging ist erst ab 40 nötig. Nee, denn ab 20, 25 nimmt ja die Kollagenbildung schon ab. Das heißt, es ist gar nicht verkehrt, wenn du da schon deiner Haut ein bisschen mehr Liebe schenkst, denn je eher man halt auch so Slow-Aging anwendet, desto besser ist es. Und ganz ehrlich, der größte Indikator, der unsere Haut altern lässt, ist unsere Freundin die Sonne, ohne die wir alle nicht leben könnten. Aber das ist so der Hauptindikator oder das Hauptding, was uns altern lässt. Das heißt, auch schon im Babyalter fängt Slow Aging an, indem man halt Präventivmaßnahmen macht und halt Sonnenschutz verwendet. Das heißt, Anti-Aging, Slow Aging, bitte schon von Anfang an. Ja, ihr seht, Vorbeugung ist immer besser, als dass man dann später Brände löschen muss. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen so ein paar Infos und Tipps mit an die Hand geben konnte. Natürlich, allerhand ist unten in der Infobox verlinkt. Und denkt dran, wenn ihr möchtet, mit Neo-Cloudy könnt ihr bei Dalton 25% sparen. Vielleicht konnte ich euch auch ein paar Mythen widerlegen und euch ein paar Ängste nehmen, auch ein Stück weit, damit alles ein bisschen entspannter wird. Denn auch Stress ist ein großer Indikator. Und wir sollten uns selber nicht stressen. Nehmt das Ganze etwas entspannter an und lasst euch nicht so viel verunsichern von irgendwelchen Leitsätzen, die so auf euch einprasseln. Und um euch diese ganze Thematik mal so ein bisschen zu versüßen, verlose ich in diesem Video auch einfach mal ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket, wo sehr schöne, sehr hochwertige Pflege drin sein wird, aber auch Make-up-Produkte. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.